Wenn man Siedler 3 und Siedler 4 vergleicht, stellt man schnell fest, dass die Völker in weiten Teilen das gleiche Grundgerüst verwenden. Die Mayas sind in weiten Teilen Ägypter mit Vorliebe für Federschmuck, während die Wikinger den Asiaten in Sachen Baukosten zwar ähneln, aber auch viele Mechaniken der Amazonen wiederverwenden. Wenn wir die 7 Originalvölker und ein neues Volk unter ein Dach bringen und auch noch Platz für weitere Völker lassen wollen, bieten uns 2 Grundbaustoffe kein ausreichend großes Spektrum mehr. Aber auch wenn ich grundsätzlich jede Ware als Baumaterial zulassen will, ist das meist in der Praxis nur für Gebäude wie Ziehobjekte oder für Gebäudeausbauten nutzbar. Wir können schlecht sagen, dass ein Volk seine Dächer aus Stroh baut, wenn Getreidefarmen dann ihr eigenes Produkt als Baumaterial brauchen. Das sollte auf die Grundgebäude beschränkt sein. Zunächst hatte ich gar nicht die Absicht, an den Grundbaustoffen etwas zu ändern, aber dann überzeugte mich Leatin, Lehm zurückzubringen. In Aufbruch der Kulturen verwenden die Ägypter Lehm anstelle von Holz, und Lehm ist so vielseitig, dass es in vielen Kulturen verwendet wurde, auch wenn kaum ein Siedler vertretendes Volk es als Primärbaustoff genutzt hat. Sowohl Holz als auch Lehm können sowohl in ihrer Rohform als auch verarbeitet verbaut werden, womit wir theoretisch 5 Grundmaterialien zum Preis von 3 hätten. Das ist aber kein Grund zur Panik vor übermäßiger Komplexität, da kein Volk alle Materialien verwenden sollte. Vielmehr hätten wir so theoretisch den Spielraum zu sagen, dass ein Volk ein Material gar nicht verwendet. Holz und Stein verhalten sich weitgehend wie in S3 und S4, nur dass Holz in einigen Gebäuden auch als Stamm verarbeitet werden kann. Für Holz stünde auch im Raum, damit wir nicht die seltsame Konstellation haben, dass Bäume schneller wachsen als Weizen, dass Bäume langsam wachsen, aber wie Steine mehrere Baumstämme oder Stücke davon hergeben. Das würde auch ermöglichen, verschiedene Baumarten mehr zu differenzieren. Lehm dagegen ist völlig neu und kann an vielen Orten von Lehmgräbern gewonnen werden, die dafür eine Schaufel benötigen. Das betroffene Land wird aber danach einige Zeit lang nicht nutzbar für Ackerbau, Viehzucht, Forstwirtschaft oder Gebäude, noch unterstützt es Straßen. Es wird also Platz benötigt, um Lehm in Masse produzieren zu können. Völker, die keinen Rohlehm als Baustoff verwenden, müssen ihn erst noch zu Ziegeln brennen. Dazu werden wieder Baumstämme als Brennmaterial benötigt, wobei später vielleicht Kohle als Ersatz herhalten könnte, der mehrere Brennvorgänge hintereinander ermöglicht. Lehm könnte, insbesondere in seiner Rohform, Stein in frühen Gebäuden von Völkern wie den Wikingern ersetzen. Lehmziegel dagegen könnten insbesondere Holz in Gebäuden wie römischen Häusern, Bäckereien oder in der Nahrungsproduktion der Mayas ersetzen, die sichtbar Ziegel oder Lehmklötze verwenden. Lehmziegel wären natürlich teurer, da sie im Prinzip Rohlehm plus Baumstamm sind, aber das ließe sich immer noch durch geringere Gesamtkosten des Gebäudes oder eine geringere Auswirkung von Lehmziegeln auf die Bauzeit kompensieren. Die Ägypter wären in dieser Vision das neue Lehmvolk, wobei sie Lehm und Stein relativ ausgeglichen verwenden würden. Sie halten dafür sogar noch 2 zusätzliche Kniffe für die Verarbeitung von Lehm. Zum einen können sie Lehm auch an der Luft trocknen. Die Lehmklumpen verhalten sich dann ähnlich wie Pflanzen. In warmen Gebieten geht das schneller, aber Regen verlangsamt diesen Prozess oder friert ihn sogar komplett ein. Da trifft es sich gut, dass der Wüstenzauber wahrscheinlich zu den Ägyptern wandern würde. Zum anderen, mitunter auch um das Siedler 3 Erbe als Steinvolk zu respektieren, erhalten die Ägypter ein weiteres besonderes Talent. Durch Forschung können sie lernen, Lehm unter Einsatz von Kohle zu Klinkern zu verarbeiten. Diese können wie Stein verwendet werden, womit die Ägypter eine eigene Lösung für Steinmangel haben, die anders als der Steinfrucht der Mayas unabhängig von Magie ist. Klinker können auch gehandelt werden, für andere steinhungrige Völker könnte ein ägyptischer Handelspartner also ein echter Segen sein. Gebäude-Upgrades sind wie gesagt freier, was den Einsatz von höherwertigem Material angeht. Ich kann aber nicht pauschal sagen, was Gebäude-Upgrades bringen, weil jeder Ausbau auf das ursprüngliche Gebäude zugeschnitten werden muss, um das What-You-See-Is-What-You-Get-Prinzip zu wahren. Anders als in Age of Empires oder Anno können wir nicht einfach einen Prozentwert auf die Grundproduktion packen, 1,5 Eisenbarren wäre etwas komisch. Die nächsten Videos werden sich wahrscheinlich mit den Grundlagen der Siegbedingungen und dem neuen Biom- und Wettersystem befassen. Insbesondere letzteres war sehr schwer auszuknobeln, was ein Grund ist, wieso es zu diesem Entwurf lange kein weiteres Video gab. Ich habe auch begonnen, die Inhalte der Videos samt potenzieller Änderungen in einem eigenen Wiki festzuhalten. Bedenkt nur, dass dort erstmal nur Dinge landen, die bereits relativ unumstritten sind und gerade Plotdetails auf Dinge beschränkt werden, die bereits in Videos besprochen wurden. Ich will ja nicht spoilern. Für ein Spiel, das es nie geben wird.